gibst du? Also, ey, Sie! Geben Sie mein Rad zurück! Ja, bleiben Sie stehen! Geben Sie es sofort zurück! Sie müssen sich irren. Ich meine, die Farbe, nicht? Mein Rad ist grün. Jetzt begreife ich überhaupt nichts mehr. Entschuldigung. Ja. Wissen Sie, ich komme eben da raus und merke, dass an meinem Fahrrad das Vorderrad fehlt. Und dann sehe ich Sie mit diesem Rad in der Hand durch die Gegend laufen. Ja, ich glaube, hier gibt es zwei Geschädigte. Von meinem Rad fehlt auch der Rest. Meinen Sie, das hat einer gestohlen? Mhm. Ich wette, das war sogar derselbe Dieb. Mein Bein war angeschlossen vorne. Und das Hinterteil hat er sich geklaut. Und von Ihnen das Vorderrad. Das ist ja wirklich ein starkes Stück. Sie sagen? Na dann, nichts für ungut. Und nochmals Entschuldigung. Nee, Moment mal. Wo sind Sie? Nach Hause. Dann zur Polizei. Mhm. Da habe ich eine Idee. Das machen wir so. Ja. Mhm. Das passt. Mhm. So muss ich das Rad nämlich nicht nach Hause tragen. Sie können ganz normal weiterraten. Ja. Und es gibt nur einen richtig lauten. Ja, aber... Ach, das ist schon in Ordnung. Wenn ich mein Rad dann wieder habe, dann werden wir einfach... Dann werden wir einfach die Räder wieder tauschen. Ganz einfach? Ja, ganz einfach. Danke. Oh, keine Ursache. Und jetzt gehe ich zur Polizei. Denn mir fehlt ja jetzt ein ganzes Fahrrad. Also, tschüss dann. Ey, wo kann ich Sie denn erreichen? Im Elchwinkel 3. Ach, sind Sie etwa der mit dem blauen Bauwagen? Ja, woher kennen Sie den? Den kennt doch jeder. Übrigens, ich heiße Rita. Oh, ich heiße Peter. Mann, bist du schon weit? Oh, hallo. Ja, du, ich habe keine Pause gemacht. Ich bin ja jetzt schon seit 4 Tagen ohne Fahrrad. Auch für mich? Danke. Ah, lass mich raten, was drin ist. Dankeschön. Was denn damit vor? Dreimal darfst du ran. Doch nicht als Sicherungskette. Aber ja. Nur die ist so lang. Die geht durch alle 3 Räder. Zweimal um die Pedal, zweimal um Lenker, um Baum und wieder zurück. Da braucht der Fahrradtyp ja eine Ewigkeit. Du aber auch. Achso, ja, das stimmt. Komm, Peter! Was machst du denn hier? Hallo Rita, ist das nicht idyllisch? Ja. Du, bleib mal so. Du passt genau in mein Bild. Ja. Ja, aber Peter. Den Kopf ein bisschen höher. Ja, so. Ja. Ja, aber... Du, das dauert höchstens eine Stunde, dann ist das Bild fertig. Eine Stunde? Aber Peter, ich muss dringend für meine Tante Caroline in Amerika ein Geschenk besorgen. Die wird nämlich nächste Woche 80 und du weißt, wie lange die Post immer unterwegs ist. 80 Jahre? Was willst du ihr denn schenken? Ich will ihr ein Bild von mir schicken. Die hat mich so lange nicht gesehen und weiß schon gar nicht mehr, wie ich aussehe. Kein Problem, Rita. Da kann ich dir helfen. Moment. Peter, das ist wirklich lieb von dir, dass du mir helfen willst. Und das Bild ist wirklich sehr schön. Aber ich möchte dir doch lieber ein Foto von mir schicken. Das ist noch etwas genauer. Ah, Rita. Eine alte Freundin von mir. Na, was führt dich zu mir? Ach, das ist ein so wunderschöner Morgen und da wollte ich ein bisschen malen. Malen? Das ist ein Ding, woher weißt denn du, dass ich... Na, ist egal. Zu zweit machst du auch viel mehr Spaß. Also Peter, ich verstehe dich nicht ganz, aber so ein Bild, das kann man eigentlich nur alleine malen. Wieso Bild? Der Bauwagen muss gestrichen werden. Nein, ich will ein Bild malen mit meinen Aquarellfarben. Ach, du hast hier so wunderschöne Sonnenblumen in deinem Garten. Ja. Ja, und die will ich malen. Ach, ein Bild. Ich dachte, du wolltest mir helfen im Bauwagen. Da hast du mich nötig. Anstreichen. Och, tut mir leid, Peter. Aber vielleicht helfe ich dir später, wenn ich fertig bin, ne? Na gut. Okay. Setz dich mal da drüben. Ja, hier. Und ach, mein Bauwagen. So schön blau. Ach, weißt du was? Ich schenk's dir. Oh ja? Ich habe sogar noch einen Rahmen, den hole ich, dann kannst du es aufhängen. Ah, prima. Bis später. Danke. Lass dir Zeit, ich muss noch einen Bauwagen streichen. Ja, Bauwagen streichen. Hatte ich so ein schönes Blau, ne? So leuchten und eben, ja, blau. Ich glaube, ich streiche ihn wieder blau. Ja.